Rowdies, hi und herzlich willkommen. Ich habe gerade erst gemerkt, dass hier hinten eine Far Cry 4 Schleichwerbung war. Tut mir leid, war nicht so gedacht. Ist ein bisschen blöd, Electronic Arts, Ubisoft. Shit happens, bro. Wir spielen nachher Unravel. Ein wunderschönes, niedliches Spiel, in dem wir so ein bisschen das Leben einer alten Dame verfolgen. Und ertrinken. Wir trinken. Viel zu oft. Im Meer. So. Steig. Okay, ich glaube, ich muss da hoch. Ja. Ich muss die Flasche oder was das ist. Bam. Ach. Surfing USA! Komm, klappt das so? Ja! Ja! Sehr schön! Komm! Ah! Ich genieße das voll. Ich feiere dieses Spiel so sehr, Leute. Ja, sorry. Bin noch mal ein bisschen resterkältet. Also meine Stimme ist noch ein bisschen grippy. Sie ist nicht perfekt. Leider. Nein! Panik! Tod! Oh, das ist ja fies. Hier hinten anfangen. Das ist fies. Ja gut, es war jetzt nicht so weit, aber trotzdem. Fies. Diskriminierung. So, komm mal. So. Ich muss auch sagen, dass das Wasser sehr schön animiert ist. Also das ist so das Tolle. Oder eines der tollsten Sachen an dem Spiel bislang. Es ist unglaublich simpel. Das Prinzip ist easy peasy, kein großes Ding im Endeffekt. Ah, now I get what I'm supposed to do. Ich meine, prinzipiell, von der Grundlage her, ist es einfach nur... Upsala, das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Es ist einfach nur ein Puzzle-Jump-Run. Aber was halt so viel ausmacht einfach. Und das ist von der ersten Sekunde bis jetzt, was, wie lange zockt mir das schon? Eine Stunde? Bis zur 1-Stunde-Marke sowas von offensichtlich ist, wie viel Liebe, Herzblut und Detail in dieses Spiel eingeflossen ist. Blub. Festbinden. Dankeschön. Blub. Ah, damit. Magst du mal eben... Jani. Ach. Scheiße. Wie viel lieber einfach reingeflossen ist, wie viel Detail. Und das macht so viel aus. Und das ist halt etwas, dass wir... eigentlich nur noch sehr, sehr... wie tief ich mittlerweile runtergerutscht bin. Dass wir sehr, sehr selten in AAA-Titel mittlerweile sehen. Halt so eine gewisse Hingabe zum Detail. Weil alles massentauglich sein muss. Er hat ein Prinzip, also diese Hingabe zum Detail und diese Konzentration auf einen gewissen Aspekt, um diesen zu perfektionieren und diesen so gut wie nur möglich auszuarbeiten. Etwas, das wir eigentlich fast nur noch in der Indie-Game-Industrie finden. Etwas, das wegen, schlicht und einfach wegen dem monetären Aspekt verloren gegangen ist in der AAA-Sache. Wenn ich bedenke, so 90er Jahre, Anfang 2000er,
Ups, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Wie viel da rum experimentiert wurde bei Spielen. Wie krass das war. Ich hab Games gezockt, die Genre definiert haben. Und heutzutage wird größtenteils einfach nur noch darauf aufgebaut, auch darauf aufgebaut, was früher gefestigt wurde, sage ich jetzt mal. Und ich meinte ja schon, prinzipiell ist es einfach nur ein Puzzle-Plattformer. Komm her, komm her, komm her. Aber die Liebe und alles drumherum machen halt unglaublich viel aus. Wie gesagt, ich wiederhole mich schon irgendwie 10.000 Mal und egal. Ich überlege gerade, was ich machen muss. Oh, das wird da oben festgehalten. Okay. Ah, ja, da haben wir es. Oh mein Gott, wie geil! Das ist großartig! Das ist so fucking genial! Das ist so clever! Und ja, es ist schön, dass es solche Spiele gibt. Es ist schön, dass es Spiele gibt, wo Leute mit unglaublich viel Herzblut drin hängen und Dinge machen, die sie einfach machen wollen. Because. Just because. Und ja, ich sage nicht um Gottes Willen, dass AAA-Spiele kein Herz haben. Blödsinn. Ich sage auch nicht, dass... es keine Neuerungen in der AAA-Industrie gibt. Pff, Bullshit. Gibt es. Natürlich gibt es das. Ich glaube, ich bin gerade zerrissen. Es ist halt eher etwas, das man in der Indie-Game-Szene sieht. Und ja, ihr mögt jetzt sagen, aber Breadstone, das ist doch gar kein Indie-Game. Wir haben da doch am Anfang einen Disclaimer gesehen von EA. Ja, habt ihr. Und? Es geht um Development, es geht nicht um Publishing. Und ganz ehrlich, Mist. Und das ist jetzt der Punkt. Sorry. Oh Mann, zu dem ich eigentlich kommen wollte, um endlich mal dieses Grand, in Anführungsstrichen Grant abzuschließen. Rant-Episode, der Rant-Episode. Und. Bam. Ist, dass ich es sehr gut finde, dass halt Firmen merken, was sie quasi im Endeffekt daran haben. Und was für eine Kreativität in so kleinen, in Anführungsstrichen, kleinen Studios steckt. Und wie viel Liebe daran steckt und dass es nein, so wird das nichts. Dass es Respekt respektiert werden muss. Schlicht und einfach respektiert werden muss und sollte. So. Und wie wir auch einfach sehen, mittlerweile auch wird. Wir ziehen alle am selben Strang und gerade wenn es um so Sachen geht wie dass Apple Binding of Isaac entfernt, vom Apple Store entfernt, weil Children Abuse. Für diejenigen, die die Story noch nicht gehört haben, schaut da mal nach. Apple hat
Binding of Isaac aus dem Apple Store entfernt, weil es unter anderem Thematiken von Kindesmissbrauch behandelt. Ich meine, auch denke, ja, machen Bücher und sonstiges auch. Hier geht es ja auch in gewisser Art und Weise um einen Respekt vor der Kunst, die man haben sollte. Okay, das ist keine so kluge Idee. Natürlich. Sehr gut. Ach so! Mann! Ich habe ganz ehrlich echt nicht gemerkt, dass ich damit das Seil durchschneiden kann. Das war absoluter Zufall. Ich werde gerade ein bisschen müde. Ist ja schrecklich. Aber ja, gerade im Hinblick auf so einen Blödsinn, den Apple da abzieht, finde ich es persönlich wichtig, an einem Strang zu ziehen und zu sagen, hey, wir unterstützen euch. Die Großen unterstützen die Kleinen, um Ideen wie das hier, etwas so Wunderschönes, so Niedliches, zu verwirklichen. So, wir lesen uns jetzt noch das Album durch und dann ist auch diese Folge zu Ende. The sea. Some places lie far, far away from all worries, all troubles. They are treasures. Oops, sorry. Sind das an Land angespülte Quallen? Ich glaube, oder? Das sind einfach nur große Steine. Bin mir echt nicht sicher. Ah, die Krabbe. Und alles, jedes kleine bisschen, was wir im Spiel finden, ist von der wahren Welt inspiriert. Und es ist sehr, sehr eindeutig, dass erst die Fotos gemacht wurden. Und dann wurde das Spiel gebaut. Die Liebe zum Detail und die Hingabe und der Respekt an der Kunst gegenüber, in dem, was uns bewegt, das ist, wieso ich Videospiele spiele. Das ist das, was ich damals gesagt habe, als ich gesehen habe, wie der Entwickler auf der Bühne, auf der E3 gezittert hat und nervös war und sich gefreut hat, sein Herzensprojekt der Menge vorzustellen. Das war der Augenblick, in dem ich dieses Spiel gekauft habe und für sowas spiele ich. Um in diesem leicht melancholischen Satz würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Lasst unten eure Kommentare, ich freue mich immer über Abos, selbstverständlich, die habt ihr hier irgendwo oben rechts oder so. Ich kümmere mich. Und bis zum nächsten Mal. Hey Roadies, danke fürs Zuschauen bzw. Zuhören. Es würde uns sehr freuen, wenn ihr auch in eine unserer anderen Shows reinschauen würdet. Da haben wir den Sonderbonbon Podcast, wo wir uns mittlerweile über so großartige Themen wie Pokémon, Metal Gear Solid oder Final Fantasy unterhalten haben. Und den Indie-Bonbon Podcast, wo wir euch mehr oder weniger regelmäßig Kaufempfehlungen zu Indie-Spielen rausgeben. Darüber hinaus freuen wir uns immer über Abos, Likes, Follower, Twitter, YouTube, Tumblr, Gram, alles super. Und wir freuen uns selbstverständlich immer, wenn ihr Lust habt, uns etwas zu unterstützen, zum Beispiel über Patreon oder indem ihr euren Freunden und eurer Familie von uns erzählt. Von mir schon mal ein großes Danke und bis zum nächsten Mal.